Hände weg von diesem Buch von Jan van Helsing. Es folgt eine Vorlesung, ein Auszug aus der Einleitung, Teil Nummer 3. Warum? Warum dieses Buch? In den letzten 10 Jahren ist ein Ruck durch unser Land, ja, ein Ruck durch die ganze Welt gegangen. Eine Vielzahl aufklärender Bücher erschien auf dem Markt, welche die Thematik der Hintergrund Politik behandelt. Manche verschwanden auch wieder durch Verbotsverfahren. Bücher, die erklären, dass nicht alles, was uns von den Politikern und den Massenmedien indoktriniert wird, auch so stimmen muss. Und es zeigt sich, dass das jahrzehntelange Hirnwaschen durch Schul-, Wissenschafts- und Religionsbücher in unseren Köpfen nicht verankert bleiben muss. Auch das Internet spielt bei dieser alternativen Informationsbeschaffung und Verbreitung eine wesentliche Rolle. Siehe das Beispiel 11. September. Kaum jemand glaubt noch die offizielle Variante, die man versuchte, uns fast schon hypnotisch einzubläuen. Oder spricht man die offizielle Erklärung der US-Regierung für den Einmarsch in den Irak an? Hört man nur noch Lachen und erwähnt man die Einführung des Euros, so verfinstert sich die Miene aller. Die Menschen wachen auf und lassen sich langsam immer seltener belügen. Die Geschichtsbücher werden hinterfragt, die Fotos der Mondlandung ebenso und die Quantenphysik hat bereits sämtliche bisher bestehenden Wissenschaftszweige über den Haufen geworfen. Sie gelten als überholte Hypothesen. Zeit zum Umdenken. Und dennoch, und nun komme ich auf meine persönlichen Beweggründe zu sprechen, obwohl immer mehr Menschen immer besser über die Hintergründe des Zeitgeschehens unterrichtet sind und lernen, um die Ecke zu denken nach dem Prinzip cui bono, lateinisch, wem nützt es? Und lernen zu hinterfragen und nicht mehr einfach zu wiederholen, wie es doch so schön bequem ist, musste ich feststellen, dass es den wenigsten gelang und gelingt. Diese Informationen, auch die neue Art zu denken, sinnvoll in ihr Leben zu integrieren. So haben wir nun erkannt, dass Geheimlogen eine sehr wichtige Rolle in der Weltpolitik spielen und dass unsere Politiker mehr oder minder nur Marionetten sind. Wir haben erfahren, dass der Mensch beziehungsweise seine Seele nicht nur einmal, sondern immer wieder auf die Erde kommt, um hier wie eine Art Schule zu durchlaufen. Und es wurde uns bewusst, dass es offenbar doch Leben dort draußen gibt, das möglicherweise nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch heute auf uns einwirkt. Matrix. Wir haben erfahren, dass das Weihnachts- und auch Osterfest nichts mit Jesus, sondern mit den Naturzyklen schon bei den alten Germanen zu tun hat. Dass Moses und der Pharao Echnaton ein und dieselbe Person sind und das menschliche Gehirn über niedrige Frequenzwellen beeinflusst werden kann und. Doch was machen wir nun mit diesem Wissen? Wie können wir das ins eigene Leben integrieren? Was bedeutet das für mich persönlich? Tatsächlich ist es doch so, dass viele der Menschen, die sich mit solchen und ähnlichen Themen befassen, die mit ihrer Ernährung experimentieren und auch die Schulmedizin durchaus kritisch betrachten, als solche, die offen sind für Neues und auch bereit, alternative Wege zu gehen, im eigenen Alltag vor sich hinstolpern. Den wenigsten von ihnen gelingt es, solches Wissen konstruktiv in ihrem Leben umzusetzen. Manche werden von ihrer Umgebung nur belächelt oder gar vergrämt, stoßen auf Unverstand. Andere wiederum beginnen mit den Wissensfetzen, die sie aufgegabelt haben, zu missionieren und vergraulen dadurch auch noch ihre letzten Freunde. Die meisten haben nicht genügend Geld, müssen eine Arbeit ausführen, die ihnen nicht gefällt, fühlen sich unterdrückt und stehen daher alles andere als mit beiden Beinen fest verankert auf dem Boden. Das kann doch nicht sein, oder?
Schlimmer noch, und das ist es, was mich schließlich dazu bewogen hat, wieder in die Tastatur zu hauen, ist die Lieb- und Herzlosigkeit gerade derjenigen, die meinen, neue Wege einschlagen zu müssen. Einerseits wird erklärt, wie wichtig Lichterketten und Meditationen oder Gebete für den Frieden auf der Welt sind. Man ist aber zum selben Zeitpunkt im Streit mit dem Schwiegervater, hat Zoff mit dem Vermieter, kommt mit den Kollegen am Arbeitsplatz nicht klar und ist langsam selber zum Fanatiker geworden. Viele Wissbegierige, die teilweise ihre Informationen aus dem Internet haben und nächtelang vor dem Bildschirm sitzen, sind nicht in der Lage, das Gesamtkonzept wahrzunehmen, die große objektive Sichtweise, sondern picken sich einzelne Aspekte aus den dargestellten Bildern heraus und installieren diese dann in ihre bisherige Weltsicht. Und so kommt es dann, dass der eine das Thema Zinseszins wählt, der nächste die freie Energie, ein dritter unsere Umwelt oder die neue Weltordnung oder die Illuminati schlechthin, ein anderer das Thema Außerirdische, ein weiterer die Reichsdeutschen, das Patriarchat, den Vatikan, Prophezeiungen über den Dritten Weltkrieg oder die Freimaurerlogen. Das gewählte Thema wird dann sehr einseitig weiterverfolgt und gleichzeitig ein Sündenbock ausgemacht, auf den man dann mit dem Finger zeigt und den man als Schuldigen für das eigene verkorkste Leben und sein eigenes Unvermögen heranzieht. Das heißt, dass die meisten lieber mit dem Finger auf andere zeigen, auf die Bösen. Denn man selbst ist ja selbstverständlich auf der guten Seite. Vor der eigenen Haustüre kehren will man aber nicht. Und damit haben sie definitiv ihr Lebensziel verfehlt. Denn nichts ist was Gutes, außer man tut es. Oder an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Es ist ein Drama, dass der Großteil der Menschen immer im Außen nach einem Schuldigen sucht, der für seine misslichen Umstände, seine finanzielle Not, seinen Gesundheitszustand oder die familiären Gegebenheiten verantwortlich ist. Und so sucht er auch die Lösungen im Außen. Der Staat muss es richten, das Gesundheitssystem, der neue Impfstoff oder das Sozialsystem, ja vielleicht sogar die UNO. Das ist auch das Bild, wie es uns durch den Staat oder die Medien suggeriert wird, nämlich, dass wir in einer rein äußerlichen Welt leben. Der Geist, das hinter der Materie wirkende, die Liebe, die Intuition, die Seele, das Göttliche, wird negiert. Das sei alles Schnee von gestern, Aberglaube, Fantasie, Wunschvorstellung. Und genau das ist es, was den Eingeweihten vom oberflächlichen Bürger, dem Atheisten oder Materialisten unterscheidet. Denn letzterer ist über den Mechanismus des Lebens nicht unterrichtet. Er lässt sich klein machen und ergötzt sich am Leben der Reichen, der Großen und Mächtigen. Daher unterteile ich die geheimen Mechanismen des Lebens in zwei Qualitäten. Eins die Schwächen, welche man gegen die Weiterentwicklung des Menschen verwenden kann, und zweitens die Stärkeren, die den Menschen geistig, spirituell, wie auch mit grenzenlosem Erfolg segnen, wenn sie bewusst genutzt werden. In dem Buch Mut zur Macht des Autors Jordis von Lohausen finden wir die 10 Regeln des chinesischen Meisters Sun Tzu aufgeschrieben, die bereits 2500 Jahre alt sind und die uns zeigen, dass es immer schon Menschen gab, welche die Schwächen des Menschen studiert und auch zur Anwendung gebracht haben. Kennt man die verborgenen Mechanismen des Lebens, im nachfolgenden Fall die negativen, so ist es wahrscheinlich, dass sie auch zur Anwendung gebracht werden und demjenigen einen Vorteil verschaffen. 1. Zersetzt, was immer im Land eurer Feinde gut ist. 2. Macht ihre Götter lächerlich und zehrt alle Herkömmliche in den Kot. 3. Unterhöhlt mit allen Mitteln das Ansehen ihrer führenden Schichten, verwickelt sie wo immer möglich in dunkle Geschäfte und gebt sie im richtigen Augenblick der Schande preis. 4.
verbreitet Streit und Uneinigkeit unter den Bürgern. Fünftens, stachelt die Jugend gegen die Alten auf. Sechstens, behindert in jeder Weise die Arbeit der Behörden. Siebtens, bringt überall eure Spitzel unter. Und achtens, scheut die Mitarbeit auch der niedrigsten und abscheulichsten Kreaturen nicht. Neuntens, stört, wo immer ihr könnt, die Ausbildung und die Versorgung der feindlichen Streitkräfte. Untergrabt ihre Disziplin und lähmt ihren Kampfwillen durch schwüle Musik. Schickt dann noch leichtfertige Frauen in ihre Lager und lasst sie das Werk des Verfalls zu Ende führen. Zehntens, spart weder mit Versprechungen noch mit Geld oder Geschenken, denn all dies trägt reiche Zinsen. Die 10 Regeln waren sicherlich Grundlage für viele nachfolgende Herrscher beim Umsetzen ihrer politischen Ziele. Teile davon finden wir auch in dem Testament Peters des Großen, in den Dokumenten der bayerischen Illuminaten oder auch bei Machiavelli wieder. Um zu verstehen, was in der Politik geschieht, muss man Machiavelli studiert haben. Niccolo Machiavelli, 1469 geboren, gestorben 1527, war ein genialer italienischer Politiker und Geschichtsschreiber, der vor allem in seinem Buch Der Fürst die Ursachen der politischen Ohnmacht im Italien seiner Zeit untersuchte. Darin schildert er einen Herrscher, dessen Handeln allein Machtgründen entspringt. Ein Machthaber muss nach dessen Ansicht immer versuchen, gegensätzliche Parteien zu schaffen, linke und rechte Gruppen, die sich gegenseitig beschäftigen, so dass das Volk bei ihm als Machthaber oder als System Schutz und Sicherheit sucht. Könnte es sein, dass hier gewisse Parallelen zur momentanen von den Massenmedien verbreiteten Angst vor Terroranschlägen bestehen? Bei wem sucht denn der Bürger Schutz? Und wenn die Bedrohung angeblich weltweit besteht, bei wem sucht dann die Weltbevölkerung Schutz? Doch mehr dazu im Kapitel über die neue Weltordnung. Was die positiven Aspekte und Mechanismen des Lebens angeht, so werden diese in aller Ausführlichkeit im Laufe des Buches erläutert.